Willkommen Leute zu einer neuen Folge der FCI-Karriere. Ja, und heute beginnen wir mit dem Spiel gegen Bayern München. Und das ist echt für beide Teams ein verdammt wichtiges Spiel. Ja, wir können uns von Platz 2 absetzen und die alleinige Tabellenführung übernehmen. Die Bayern müssen das gewinnen, wenn sie nicht wirklich ziemlich weit nach hinten fallen wollen. Die sind jetzt im Moment Sechster. Mit einem Sieg könnten die Fünfter werden und noch so den Anschluss an die internationalen Plätze halten. Aber wenn die das hier nicht gewinnen sollten, dann sieht das schon ziemlich eng aus, auch wenn noch viele Spieltage zu spielen sind. Aber naja, mal schauen, wie dieses Spiel ausgeht. Volle Konzentration und auf ins Spiel. Und wir jetzt gleich mal mit der ersten Chance vielleicht. Oh, der Ball kommt da leider nicht so durch auf Bordeaux. Und jetzt die Chance für uns. Braun über die rechte Seite, zieht nochmal in die Mitte, legt ab auf Bordeaux, der mit dem 1-0 für uns. Ja, nach nicht einmal 9 Minuten Bordeaux mit der Führung für uns. Ja, da Braun über die rechte Seite mit viel Tempo am Linksverteidiger vorbei, lässt dann noch den linken Innenverteidiger aussteigen, passt in die Mitte und ja, das Eck ist komplett offen für Bordeaux und die Chance nutzt er natürlich und macht das 1-0. Ja, das ist schon mal ein guter Start für uns. Jetzt kommen hier aber die Bayern, passen die Mitte, aber zum Glück abgefangen. Aber Bayern bleiben weiterhin in Ballbesitz. Dann der Ball wird, ja, von einem Bayern-Spieler auch nochmal abgefälscht. Somit gibt es jetzt Abstoß für uns. Also ja, die Gefahr hat sich jetzt doch in Grenzen gehalten. So, jetzt kurz vor der Pause wir nochmal mit Guendouzi, aber der ist dann ein bisschen zu langsam. Gerade als ich flanken wollte, war dann auch schon der Verteidiger da. Ja, jetzt geht es in die Halbzeitpause mit einem 1-0 bis jetzt. Ja, noch nicht allzu viel passiert, muss man sagen, hier in Durchgang 1. Ja, mal schauen, ob das hier in Durchgang 2 noch ein bisschen spannender wird. Und jetzt vielleicht die Chance für uns. Braun ist da vollkommen frei. Da muss Bordeaux in die Mitte laufen. Er läuft sich frei und Bordeaux mit dem 2-0. Für uns 68. Minute, ja, Bordeaux mit dem Doppelpack. Da hat Braun viel zu viel Platz und Bordeaux läuft dann da sich auch schön frei in der Mitte. Ja, der eine Verteidiger, der was da ein bisschen Druck auf Braun machen wollte, war halt gegen zwei Leute ein bisschen auf verlorenem Posten. Ja, dadurch können wir das dann halt entspannt ausspielen, ja, und machen hier das 2-0 und ich denke mal, das sollte uns doch ja, den Sieg fast schon gesichert haben. Jetzt da fast die Chance aufs 3-0. Aber ja, hier sitzen noch 20 Minuten. Ich denke, wir sollten das doch über die Zeit bringen, diesen 2-Tore-Vorsprung. Vor allem, wenn die Bayern dann so weiterspielen. So einfache Ballverluste. Also ja, das Topspiel gegen Bayern jetzt auch auf Siegeskurs, also diese Saison für uns läuft echt gut, also jetzt dann auch alleiniger Tabellenführer mit 3 Punkten, also gibt echt schlechtere Saisons. Und jetzt kurz vor Schluss vielleicht nochmal die Chance, Wirtz, ja, der, da wäre kein Platz, um da einen Pass zu spielen, dann muss er es alleine versuchen, gibt immerhin Ecke, Braun auf Bravo Castro, da kommt der Keeper raus. Den Ball fangen wir aber ab mit Wirtz. Oh, der probiert es und der Keeper kann da zum Glück für Bayern noch parieren. Sonst wäre das hier fast schon das 3-0 gewesen. Jetzt aber wieder wir. Braun, ja, kann sich dann da nicht durchsetzen. Ja, und Bayern jetzt wieder im Ballbesitz. Jetzt 5 Minuten vor Schluss. Also ich denke, jetzt sollte das hier wirklich gelaufen sein. Also ich denke nicht, dass Bayern dass Bayern überhaupt noch einen Punkt mitnimmt, ist glaube ich so gut wie ausgeschlossen. Jetzt müssen wir das hier aber verteidigen. Erstmal, oh, jetzt kommen die hier durch. Ah, und dann gibt das Elfmeter. Ja, das war kein allzu cleverer Zweikampf da von Bravo Castro. Da, ja, war der Ball auch schon weg. Dann grätscht er um und jetzt geht Dash und ja, der verliert den Keeper und macht dir das 2-1. Aber ja, jetzt ist hier auch nicht mehr viel Zeit, noch eine halbe Minute plus maximal 2 Minuten Nachspielzeit. Das sollten wir jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Ja, jetzt ist das Spiel auch schon aus. 1 Minute Nachspielzeit haben wir dann doch noch über die Zeit gerettet. Ja, damit gewinnen wir 2-1 gegen Bayern, gegen den Rivalen.
Und ja, war ein enges Spiel, ist nicht viel passiert, aber am Ende haben wir dann doch verdient gewonnen. Bordeaux mit einem Doppelpack bringt uns hier dann doch den Sieg. So, und jetzt sind wir angekommen beim Pokalspiel gegen die Würzburger Kickers. Ja, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dieses Spiel schnell zu simulieren, weil ich denke, wir sollten die bessere Mannschaft haben und wir spielen auch zu Hause. Also, wenn wir ausscheiden sollten, dann wäre das schon echt eine Blamage. Aber eigentlich sind wir schon klar die bessere Mannschaft und gewinnen dann auch 3-0 ziemlich deutlich. Also, ja, hätte sogar noch ein 4-0 machen können. Ribeiro Costa verschießt einen Elfmeter. Der eingewechselte Braun trifft, Thalhammer und Ekkarayensa mit den Toren. Oh, und ich habe gerade kurz gesehen, Leverkusen haut Bayern raus. Also für Bayern war diese Woche echt nicht gut, muss man sagen. Also die hatten schon bessere Wochen. Und jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Hertha. Das Spiel werden wir simulieren. Und zwar, es gibt eine auch kleine Änderung noch. Thalhammer wird spielen für Kamara, weil der verdammt erschöpft war. Der hatte, glaube ich, nicht mal die Hälfte an Fitness. Deswegen lasse ich den lieber mal draußen. Sollte aber auch mit Thalhammer ein Sieg werden. Jawohl, wir gewinnen 1-0. Bordeaux trifft. War ein enges Spiel, also, aber der knappe Sieg geht, glaube ich, schon in Ordnung. Jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Galatasaray. Das Spiel werden wir auch selbst spielen. Und ja, ich habe mich entschieden, wir werden jetzt mal der B11 wieder eine Chance geben, selbst zu spielen. Ja, wird schon schief gehen. Also selbst wenn wir das verlieren sollten, wir hätten da noch zwei Spiele gegen Marseille und Austria Wien. Also selbst wenn wir verlieren sollten, ist das Weiterkommen auf jeden Fall noch drin. Und Galatasaray könnte uns mit einem Sieg nicht mal überholen und wenn Marseille gewinnt, bleiben wir sogar Zweiter. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir das verlieren sollten. Aber wir werden natürlich versuchen zu gewinnen, auch wenn es nur die B11 ist. Und da sind wir auch schon im Audi Sportpark zum vierten Spieltag in der Europa League. Ja, und wir müssen leider mit unseren Auswärtstrikots spielen, auch wenn wir zu Hause spielen. Denn Galatasaray hat nur ein schwarzes, so dieses orangene und so ein rot-orangenes Trikot. Da wollte ich jetzt bei keinem damit von mit unseren Rot-Schwarz-Trikots spielen, um den Kontrast ein bisschen besser zu halten. Ja, wobei, jetzt wo ich so sehe, glaube ich, wäre das rote Trikot ganz okay gewesen zu spielen. Aber naja, wollte halt auch nochmal sicher gehen und habe jetzt einfach das Trikot genommen. Macht ja jetzt auch nichts. Aber naja, jedenfalls, was ich auch gesehen habe vor dem Spiel, kam die Einblendung. Ekkarayensa hat bis jetzt schon 5 Tore in dieser Europa League-Saison gemacht. Der Rekord liegt bei 17 Toren. Ja, ich glaube nicht, dass Ekkarayensa den Rekord brechen wird, noch 12 Tore zu machen. Aber naja, wer weiß, mit einem Hattrick heute wird es vielleicht schon mal ganz gut aussehen. Also ja, der bräuchte dann aber noch trotzdem dann immer noch 9 Tore in diesem Jahr. Ja, hier sieht man es nochmal, die Einblendung oben, kann Geschichte schreiben. Mal schauen, ob er das schaffen wird. Auf ins Spiel. Und jetzt wir mit der ersten Chance. Singh in die Mitte auf Ekkarayensa, aber der Pass ist viel zu schwach. Der muss mit ein bisschen mehr Schmackes da kommen auf Ekkarayensa. Dann kann er den vielleicht sogar verwerten, aber so wird das nichts. Und jetzt kommt Galatasaray hier gleich mal im Gegenzug, aber dann macht das unsere Verteidigung da super. So, und jetzt wieder wir mit Singh über die rechte Seite. Flanke, die sollte eigentlich auf Ekkarayensa kommen und nicht auf Costa, aber ja, immerhin Ecke, Kopfball, oh, und dann fast wären wir da zum Kopfball rangekommen und können dann da gut nachsetzen, haben den Ball wieder, kommen jetzt hier auch schnell nach vorne, aber Ekkarayensa braucht dann ein bisschen zu lange, um den Ball anzunehmen. Und jetzt kommt Galatasaray hier nach vorne, aber dann spielen sie nochmal den Ball in die Mitte und den können wir dann zum Glück abfangen, aber Timber gibt den Ball dann fast wieder her, aber zum Glück kann er den Ball trotzdem noch behaupten. Können wir das klären und jetzt der Gegenangriff, der Ball auf Simmons kommt sogar an. Simmons will dann da Ekkarayensa anspielen, aber ah, da ist da leider der Verteidiger im Weg. Aber der Ball, wenn der durchgekommen wäre, wäre Ekkarayensa frei gewesen. Das hätte gefährlich werden können. Jetzt wieder der Angriff von Galatasaray, aber locker gestoppt. Und jetzt ist Pause. Ja, wir gehen mit einem 0-0 in die Pause, aber das ist schon ein 0-0 der etwas besseren Art. Und Marseille führt auch gerade 2-0.
habe ich gesehen. Also gut, wir sind jetzt noch nicht wirklich zum Abschluss gekommen, aber hatten schon einige ganz vielversprechende Chancen, wo uns halt ja der letzte Pass oder so gefehlt hat. Aber naja, mal schauen, ob wir dann hier im zweiten Durchgang die Chancen ein bisschen besser ausspielen können und dann hoffentlich auch das Tor machen können. Und das gibt's nicht. Da kriegen die so einen Abpraller Galatasaray und dann ist der Ball drinnen zum 1-0. Hier erst den Schuss noch geblockt und dann der Abpraller ist dann drin. Wir werden jetzt mal wechseln, um hier ein bisschen, ja, noch hier ein bisschen Offensivpower reinzubringen. Wir bringen Braun rein. Bordeaux bringen wir auch rein. Und ja, ich würde sagen, Wirtz auch. Also volle Offensivpower jetzt hier. Und ja, mal schauen, ob wir jetzt hier in den knapp 24, 25 Minuten noch ein Tor machen können. So, jetzt gibt es hier kurz vor Schluss nochmal Ecke für Galatasaray. Ball kommt rein und da muss unser Keeper noch mit der Hand an den Ball gehen und den Ball abfangen. Aber zum Glück ist da nichts passiert. So, jetzt den Ball abgefangen und jetzt müssen wir hier kontern. Jawohl, langer Ball von Costa auf Bordeaux und der ist halt viel zu schnell für die Verteidigung und macht dann auch das 1-1 kurz vor Schluss. Ja, da wusste ich schon, als Bordeaux zum Sprint angesetzt hat, das lässt er sich nicht nehmen. Bordeaux mit dem Ausgleich. Ja, und hier sind jetzt noch 3 Minuten mit Nachspielzeit. Vielleicht können wir das Spiel sogar noch drehen. Und ja, leider konnten wir das nicht mehr drehen. Ja, das Spiel geht dann 1-1 aus. Skala hat das dann doch noch ziemlich ganz cool runtergespielt. Aber immerhin haben wir nicht verloren. Und ja, Galatasaray hatte dann am Ende auch noch ein paar Chancen, wo sie auf jeden Fall das Tor hätten machen können. Und ja, also immerhin nicht 8-0 verloren mit der B11. Aber ja, wenn wir früher gewechselt hätten, vielleicht so zur Halbzeit, wäre der Sieg, glaube ich, sogar locker drin gewesen. So, und hier sind wir auch schon angekommen beim letzten Spiel für diese Folge. Es geht gegen Gladbach. Ja, das letzte Spiel vor der Länderspielpause, deswegen müssen wir jetzt auch nicht so auf die Fitness achten. Wobei die aber eigentlich bei allen ganz gut aussieht. Gut, die hatten jetzt auch eine Woche Pause, sich zu erholen. Hat ja eh die B11 unter der Woche gespielt. Und mal schauen, was das wird. Ich denke mal schon, dass wir das gewinnen können. Jawohl, 2-1, Doppelpack Braun. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Spiel gegen Wolfsburg und eigentlich wollte ich die Folge jetzt beenden, aber die sind nur 14 da und wisst ihr, was das Lustige ist? Die Wolfsburger, die haben dieses Jahr noch kein einziges Spiel in der Saison gewonnen. Ich habe mir nicht die Tabelle vorher angesehen. Die haben noch 0 Siege, 8 Unentschieden und 3 Unentschieden. Und ich habe mir auch gedacht, als ich mir den Kalender angesehen habe, es macht mehr Sinn, jetzt noch 2 Spiele in diese Folge zu packen. Denn gegen Dortmund werden wir dann selbst spielen. Und dann werden wir gegen Bremen vermutlich simulieren im Pokal, weil wir dann gegen Hoffenheim selbst spielen. Und ja, also sehe ich jetzt auch 4 Spiele, die was dann kommen, die würde ich eigentlich alle selbst spielen. Also da muss ich mir nächste Folge auch noch überlegen, welches wir dann genau selbst spielen. Aber wir werden jetzt erstmal weitermachen, diese Folge. Also gibt jetzt noch 2 Zusatzspiele jetzt erstmal gegen Wolfsburg. Das werden wir selbst spielen. Mal schauen, die Mannschaft sieht doch eigentlich echt stark aus. Also ja, keine Ahnung, warum die noch kein Spiel gewonnen haben. Aber hoffentlich bleibt das jetzt erstmal so gegen uns. Jawohl, Braun mit dem Tor für uns. Und ja, war auch ein deutliches Spiel. So, jetzt sind wir angekommen beim aber wirklich letzten Spiel für diese Folge. Es geht gegen Austria Wien. Da wird die B11 spielen. Ja, mit einem Sieg wären wir sicher in der K.O.-Phase. Mit einem Unentschieden oder einer Niederlage, also mit einer Niederlage bräuchten wir einen Sieg gegen Marseille und mit einem Unentschieden hätten wir es zumindest mit einem Sieg in der eigenen Hand. Aber ich denke mal schon, dass wir zu Hause auch mit der B11 gute Chancen auf einen Sieg haben. Es wird nur ein 2-2. Wir waren leicht besser, aber ja, leider sollte es nicht sein. Und mal schauen, ja, Marseille hat gewonnen, also können wir gar nicht mehr Erster werden, aber wir müssen gewinnen, um noch Zweiter zu werden. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Ja, und zwar, wir werden uns jetzt nochmal die Tabellen anschauen, anfangen mit der Europa League. Also, ja, Erster, wie gesagt, können wir gar nicht mehr werden.
Ja, die ganzen Unentschieden haben uns natürlich ein bisschen geschadet. Aber gut, ganz ehrlich, wenn ich mir so anschaue, wen wir da erwischen könnten, wir werden so oder so, sollten wir trotzdem große Chancen noch auf den Sieg haben. Also auch wenn da Top-Teams dabei sind wie Tottenham, Leicester oder auch Neapel und Sevilla, denke ich immer schon, dass wir gute Chancen haben, so oder so weiterzukommen. Und ja, ein Unentschieden würde uns sogar schon reichen, weil ich glaube nicht, dass Austria Wien da gegen Galatasaray eine Tordifferenz von minus 6 auf uns aufholt, weil ja, die müssten halt wirklich 6 Tore auf uns aufholen in der Tordifferenz. Das ist so hoch, glaube ich nicht, dass sie gegen Galatasaray gewinnen. Und vielleicht holt Galatasaray sogar ein Unentschieden raus. Mal schauen, wie ist das Hinspiel zwischen denen ausgegangen. Das hat Wien 1-0 gewonnen. Auch noch auswärts, also denke ich mal schon, dass sie das auch gewinnen sollten. Aber selbst wenn wir, also ja, ein Unentschieden sollte uns reichen. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Und ja, dann blicken wir nochmal auf die Bundesliga. Und ja, da sind wir Erster mit 5 Punkten Vorsprung. Wenn wir gegen Dortmund gewinnen, dann könnten wir 8 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim haben. Also ja, dann wären wir auch die einzige Mannschaft, die noch ohne Niederlage ist, wenn wir den Dortmundern eine Niederlage zufügen. Und ja, also das Spiel wird verdammt wichtig gegen Dortmund. Ja, die Wolfsburger weiter hinter unten, natürlich nach der Niederlage gegen uns. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Sind jetzt mittlerweile sogar punktgleich mit den ersten Abstiegsplätzen, mit dem 16. und 17. Also keine Ahnung, für die läuft das dieses Jahr echt noch nicht. Aber ja, das war's dann auch hier von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem Topspiel gegen Dortmund. Und ich habe mir überlegt, wir werden Folgendes machen. Wir werden gegen Dortmund selbst spielen, gegen Bremen simulieren, weil das ist echt nicht so wichtig, muss man sagen. Gegen Hoffenheim logischerweise selbst spielen. Und ja, dann werden wir vermutlich die 4 Spiele im November noch, nee, im Dezember noch simulieren, also ja, das Spiel gegen Marseille, Bremen, Augsburg und Mainz. Und dann werden wir vermutlich, ja doch, Hertha werden, glaube ich, auch noch mitnehmen, und vor dem Bayern-Spiel werden wir die Folge dann beenden. Ja, das ist dann der Plan für nächste Woche. Das war es jetzt auch wirklich hier von dieser Folge, die wir spontan nochmal um 2 Spiele verlängert haben. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.